Wir sind in Belek, Dennis, und ja, wir versuchen natürlich als Journalisten immer euren Tagesablauf einigermaßen genau zu skizzieren. Kriege ich es natürlich nie ganz hin, weil die Sachen, die ihr hier macht, die interessanten Dinge, die erfahren wir sowieso nie. Und das sollt ihr auch nicht, oder? Nö, ich glaube, das gehört sich auch nicht, ist auch richtig. Aber erzähl doch mal, wir wollen ja jetzt versuchen, mal so eine Woche lang das Diekmeyer-Tagebuch, das Diekmeyersche Tagebuch einzuführen. Mal sehen, ob wir da viele schöne Sachen hören. Wie ist es denn bisher? Gestern Abend spät angekommen, aufs Zimmer gekommen und dann? Ja, eine wackelige Anreise, hat ein bisschen gewackelt, aber war ganz lustig. Am Flughafen hat es ein bisschen gedauert, aber das ist ja normal hier. Ja, und dann, als wir angekommen sind, waren wir natürlich gleich hier super begrüßt, alle Leute sehr nett, und sind wir gleich zum Essen, wurden lecker bekocht, und man muss sagen, das Hotel gibt sich sehr viel Mühe und ist echt schön hier und auch die Leute sehr nett, und das freut uns natürlich, dass sie uns so aufnehmen. Heute Morgen ging es früh aus den Federn, habe ich mir sagen lassen. Um 7:30 gab es Stabi. War Stabi so zum Warmwerden, zum Wachwerden, oder ist das schon richtig Vollgas? Boah, weißt du das eigentlich alles, ne? Du weißt alles, ne? Nein, das wurde uns erzählt. Ja, also wir hatten gleich morgen früh um 7:30 Stabi. Dann, ja, das ist morgens eigentlich mal ganz angenehm, ne? Um gut in den Tag reinzukommen, und ja, danach ging es ja weiter mit Frühstück, und dann war ja schon das erste Training, aber als ich aus dem Fenster geguckt habe, habe ich gedacht, heute kannst du nicht trainieren, das war ja unglaublich, aber man muss ehrlich sagen, der Platz hier ist überragend, ne? wie er den Regen wegsaugt sozusagen, das ist echt mein Kompliment hier, also wirklich so geschüttet aus Eimern den ganzen Tag, und wir konnten beide Einheiten super trainieren. Ne? Ja. Es hat wirklich geschüttet, also selbst für Hamburger Verhältnisse war das ja richtig, richtig massiv, aber es hat am Ende, so wirkte es zumindest, hat auch euch richtig Spaß gemacht, oder? Ich fand auch schon das erste Training, wo er es aus Eimern geschüttet hat, das hat echt Spaß gemacht, ne? Hat man ja auch gemerkt. Aber am Ende ging es ja einfach nicht mehr. Ne? Dann konntest du ja deine eigene Hand hier nicht mehr vor den Augen sehen. Ne? Das war ja echt extrem. Ne? Aber bis dahin hat es echt super Spaß gemacht, und das zweite Training natürlich auch. Und so muss es natürlich auch weitergehen, dass wir natürlich auch Spaß und aber auch natürlich mit Ernst bei der Sache sind und gut arbeiten hier. Das muss ich sagen. Also es wirkte nicht so, als ob ihr hier nur Spaß habt, sondern da ging schon richtig zur Sache. Also der Kampf um die Plätze ist eröffnet, kann man sagen, oder? Ja, na klar, das ist ja im Fußball so, jeder Spieler will natürlich spielen, das ist ja ganz normal, und da haut sich natürlich jeder rein, und mit der Vorbereitung fängt das ja natürlich immer alles an. Beim Kreisspiel, ich bin mir nicht ganz sicher, wurdest du getunnelt? Hast du da einen Tunnel bekommen? Na gut, musst ja jetzt nein. Nein, aber im Ernst, es macht Spaß, man sieht, dass es euch Spaß macht, und das scheint euch ja in der Motivation eher zu fördern. Also das Training hier auf der Anlage ist mit Sicherheit auch hart, aber heute hattet ihr Glück. Dadurch, dass der Regen war, habt ihr noch nicht diese ganz intensiven Einheiten gehabt, sondern mehr Spielform. Ich glaube, trotzdem, Spielformen sind ja immer sehr intensiv. Ne? Gerade die kleinen Spielformen, die wir heute hatten, die sind natürlich intensiv, und deswegen ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt nur gerade ausläuft oder so. Aber also es war schon anstrengend, muss ich sagen, aber hat natürlich auch riesen Spaß gemacht, wenn man auch zwei Tore spielt, viele Tore passieren, ne? Das war natürlich cool heute. Und du hast erzählt, du bist normalerweise mit Matthias Ostrzolek in einem Zimmer, diesmal nicht. Du hast hier ein Einzelzimmer in einem Hotel, das ein typischer Standard, ne? oder ist das Hotel außergewöhnlich? Ja, also es war geplant, dass ich mit Mats aufs Zimmer bin, aber dadurch, wir sind angereist und haben beide ein Einzelzimmer bekommen, dann haben wir es natürlich auch gleich genommen. Ne? Ist ja logisch. Ne? Aber das Hotel ist schon imposant, oder nicht? Also, ich meine, das ähnelt ja eher dem Disneyland als einem normalen Hotel hier, oder? Also als man hier reingekommen ist, ne, hat man gedacht, boah, wo ist man denn hier? Alles riesig, ne? Echt schön und ja, beeindruckend. Ne? Aber das ist ja in der Türkei, gerade hier in Belek, bei vielen Hotels so. Ne? Die sind ja alle sehr groß und ja, wie man sieht, die riesen Kronleuchter und alles, sehr schön. Könnt ihr es überhaupt genießen so ein bisschen? Habt ihr Zeit dafür? Ja, schwer. Ne? Man hat ja echt immer schon einen straffen Tagesablauf. Ne? Aber jetzt am Abend hat man natürlich noch ein bisschen Zeit. Und aber natürlich, jeder macht was anderes. Welche machen Pflege, welche gucken Fernsehen, welche sitzen noch zusammen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Ne? Aber natürlich, so extrem genießen kann man das natürlich nicht hier, weil man hauptsächlich zum Training hier ist. Ich habe jetzt am Anfang versucht, mir so eine Flatrate zu holen für die Türkei. Das hat nicht funktioniert. Ich müsste 1,25 Euro pro angefangene Minute zahlen, wenn ich regulär telefoniere. Wie machst du das mit der Familie? Du bist ja wahrscheinlich mit deiner Frau hochschwanger. Also ich habe eine Flatrate. Du hast eine Flatrate für die Türkei? Bei welchem Anbieter? Ich bin bei der Telekom. Du? Vodafone. Okay, dann hast du Glück gehabt. Nein, aber wie ist es jetzt abends? Hat man da nochmal Zeit? Kann man nochmal die Familie anrufen? Was machst du, wenn du allein auf dem Zimmer bist? Ja, also natürlich jetzt abends entweder skypen wir nochmal oder telefonieren. Dann
Fernseh gucken. Das ist ja das Gute zum Beispiel hier in der Türkei, hast ja alle Fernsehsender, das hatten wir ja in Dubai nicht, da hast du ja nur, ich glaube, ZDF gehabt. Und das ist ja hier ein bisschen besser, aber ich habe gleich noch Massage, lass mich ein bisschen behandeln und dass ich dann morgen wieder voll fit bin. Ne? Was steht morgen auf dem Plan? Ich habe gehört, besseres Wetter. Das habe ich auch gehört. Und 7:30 wieder hoch, wieder Stabi und Krafttraining und danach geht es um 10.15 Uhr, glaube ich, wieder auf dem Platz. Ich glaube, so ist es angedacht. War der Trainer zufrieden mit euch heute? Ja, war das heute, habe ich ja eben schon erzählt, war ein cooler Tag und intensive Einheit, viel Spielform, hat Spaß gemacht und war natürlich auch gut Action drin und so muss es auch weitergehen, ne? Durch dir die Daumen, euch die Daumen, uns die Daumen, dass das Wetter besser wird und wir sehen uns. Ein bisschen Sonnenkranz hier, ne? Ja, das nicht, aber wir sehen uns dann morgen Abend wieder und dann rekapitulieren wir den nächsten Tag und mal sehen, wie deine Beine dann sich anfühlen. Das machen wir. Alles klar. Dennis, vielen Dank.